Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Quackkeeper. Ja, aber in der letzten Folge ja diesen Vogel besiegt haben und ich die ganze Folge dann beendet habe, habe ich mich nochmal mit einem Eichen auf den Weg zu ihm gemacht, weil man kann ja die Bosse öfters besiegen, aber leider war er nicht da. Ist aber kein Problem, denn ich habe dann das Spiel beendet und nochmal neu gestartet. Und dann war er wieder da. Der ist dann wieder dort auf seinem Fleck rumgeflogen und ich konnte ihn nochmal besiegen. Da war aber nichts. So. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, vielleicht kann ich ja die Folge anfangen, indem ich halt noch ein Ei mache. Ist aber nicht so. Dieser Vogel ist der Meinung, er müsse nicht nochmal auftauchen. Na gut. Heißt, ich muss ein bisschen warten. Genauso wie mit der uralten Spitzhacke, die man von ihm bekommt. Das muss halt alles hinten anstehen. So. Dann nehme ich einmal die Halskette von ihm. Boah. Sag mal, Junge, hau ab. So, und dann werden wir halt ein bisschen hier diese Wildnis erkunden. Gucken, ob wir irgendwas Schönes finden hier. Oh. Das ist schon mal gut. Ich komme jetzt durch Steinwände. Mit einem Spitzhackenhieb. Nur nicht durch diese Wände. Ah! Sag mal. Dude, ey. Als ob ich mir jetzt. Macke oder was? So. Hier ist wieder ganz viel Scarlet. Tolli. So, was haben wir denn hier noch? Wow. Ruhig. Mensch, halt die Flinte ruhig, ey. Das ist so ein Riesenbiom. Das alles zu erkunden, das wird interessant. Aber ah, das ist blöd. Die Dinger mag ich gar nicht. Die sind so eklig. Aber solange ich nicht da rein muss, gehe ich da auch nicht hin. Zu dieser komischen, ekelhaften. Was auch immer. Muffing. Biomwelt. Oktopussen, Tentakeln, Hentai, alles was da drin rumkriecht und fleucht. Mach ich nicht mit. Nee, mach ich nicht. Okay. Kriegt mich keiner rein. So. Verdammt. Ach schön, ich bin schon wieder fast voll. Oh, super. Ja. Gut. Das wird sich lohnen mit der Erkundung. Da drüben ist noch so ein schießender Dude. Oh, Fackel setzen. Fackel. Nicht den Feuerstab. Fackel. Könnte auch zum nächsten Titan. Ach, nee, du. Ach, nicht mit der Fackel. Ist das geil? Das liegt an der Titankraft. Glaube ich zumindest, aber nachdem wir die Titanen besiegt haben und ich seine Seele ausgerüstet habe,
macht unser Charakter das hin und wieder mal. Und dieser Blitzstrahl ist so stark, der geht durch jede Wand. Und deswegen versuche ich eigentlich immer... Oder was heißt eigentlich... Ah, jetzt vorbei! Das war böse. Och, da ist noch einer. Wow. Ah. Ja, ist okay. Ich würde es nämlich interessieren, ob der Blitzstrahl durch so eine Wende kommt. Nee, komm, da muss ich nicht hin, da gehe ich nicht hin, da brauche ich nicht hin, das mache ich so nicht. Weißt du, dann nehme ich lieber hier die Feder mit, oder auch nicht. Wenn die Taschen wieder voll sind. Dann grabe ich mich einfach mal hier querfeldein. Nimm ein bisschen dieses Edelstahlzeug mit. Oh, hier geht's wieder nicht weiter. Ein Haufen Schätz gibt's hier. Ah, toll. Wie soll ich denn da reinkommen? Wie komme ich denn da drüben jetzt rein? Weiß irgendjemand von euch, wie man diese Wände hier kaputt kriegt? Oh. Spitzhacke hat sich gerade erledigt. Jetzt, was mir so einfällt, wir können ja auch diese großen Steine jetzt wegmachen. Muss ich nur mal gucken, wie ich so eine. Ob ich das Ganze mit der Mechanik mache, mit diesen Arm, mit diesen Kran, diese Förderbänder und diese Drills, sprich diese Bohrmaschinen. Viele Videos habe ich schon gesehen, oder Bilder besser gesagt. Bin also, was das angeht, nicht ganz unerfahren. Doch man lernt ja in der Praxis immer mehr wie in der Theorie. Aufdecken, weiß ich nie, was man findet. Nichts. Gerade nichts. Oh, hier ist wieder Schleim. Habe ich eine Schippe mit? Ich habe eine Schaufel mit. Wenn ich schon mal hier bin, das Zeug abbaue, huch, könnte ich das auch gleichzeitig mitnehmen. Dann machen wir mal das hier weg, so. So. Ah, da drüben sind die Gegner. Okay. Ich hab bloß noch 5 Brückenteile. Oh nee, hä? Blöd. Hab das total vergessen, neue Brücken zu machen. Gucken wir uns mal so um. Überall glitzert's, aber ich habe eigentlich genug Scarlet. Ich weiß, man kann nicht genug davon haben.
gibt ja hier zum Glück reichlich. Und ich freue mich unheimlich schon auf das neue Biom. Okay, hier ist wieder so ein Campingplatz. Was ist hier? Okay. Ein kleiner Bauernhof. Davon gibt es ja hier genügend. Komplett aufdecken. So. Ja, wie gesagt, das neue Biom soll ein komplettes Unterwasserbiom werden. Aber so wie ich derzeit das Ganze über Discord verfolge, wird es erstmal ein Basisverteidigungs-Gameplay geben. Ich weiß nicht, ob es so kommen wird. Das sind ja immer bloß so die heiße Gerüchteküche. Aber warum nicht? Ah, ich kann mir nicht vorstellen, warum sollte ich meine Basis verteidigen? Ach was, ich hab das... Okay, das geht auch. Wenn ich das Zeug mit der Schaufel abbaue, kann ich das mitnehmen. So als Deko. Warum sollte ich mir solche Kisten irgendwo hinstellen? Kommt mal her, ja. Wow. 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 Ruhig. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Das ist eine neue Kette. Immun zu Preußen. Das ist doch gut, oder? Gegen Gift immun zu sein, finde ich sehr gut. Na. So. Wie weit bin ich eigentlich schon vorangeschritten? Oh, noch gar nicht weit. Okay, ich... Oh Gott. Da drüben ist schon wieder etwas... ich komme da gar nicht hin. Nee, hier auch nicht. Okay. Okay. Muss ja nicht sein. So. Gehen wir einfach hier weiter. Oder halt durch die Wände. Okay, hilft auch nicht viel. So. Was ist das? Nicht schon wieder die Schleime. Noch mein Tod dran hier, das will ich ganz genau. Oh, was ist das da für Party? So. So. Hi. So. Ah, ah, ah. Bebe. Okay, so. Das gibt's doch nicht. Schon wieder was Neues. Moi. Oh, machen wir das weg. Und was ist das jetzt? Range Attack Speed. Okay, Critical Hit. Was? Ivy's Ring. Okay. 26% Critical Hit Chance. Ey. Cool.
Und wo ist diese Ivy? Wenn ich mal fragen darf. Die soll ja auch hier irgendwo sein. Aber... Och nee, das ist jetzt Mist. Da komme ich da wieder nie durch. Hab natürlich auch kein Ei mit. So ein komisches Teleporter-Ei. Oh, das ist so dumm, dass ich ohne Brücken losgerannt bin. Kann natürlich auch keiner herstellen. Oder kann ich Brücken herstellen? Warte mal. Ich will mal was probieren. So, das machen wir mal weg. So. Mensch. Okay, jetzt aber. Jetzt. Ganz ruhig. Machen wir es halt so. Praktisch. Die Werkbank mitzunehmen. Okay, Werkbank habe ich. Tasche kann ich ja wegschmeißen. So, und wenn wir unterwegs Holz finden. Genau, muss ja nicht immer. Müssen ja nicht die Steinbrücken sein. Einfach nur, damit wir nicht komplett zurückrennen müssen. So. So, ja. Hoch, hoch. Was war denn das jetzt? Das Holz schien sich sehr unsicher, ob es mir folgt oder nicht. Okay. Ja, aber wohin jetzt genau? Aber wenn ich mir angucke, wie weit ich weg bin von dem richtigen Weg, den ich da schon mal gemacht habe, würde ich sagen, gehen wir doch einmal kurz zurück und dann... Bam, bam. Ah ja, schon mal was futtern. Tja. Ist ja alles nett und schön, aber trotzdem finden tue ich nichts. Kein geheimen Ort oder so. Ich habe gerade einen gedanklichen Hänger. Ich bin gleich. Oh, was ist hier für Party? Okay, was soll das denn jetzt werden? Oh nee, oder so ein Hund. Mist. Wir können ja mal so eine große Potion nehmen. Ja, jetzt fühle ich mich schon wohler. Muss ich nur gucken, dass ich hier die... Okay, brauche ich nicht. Ich komme da irgendwie... Boah. Ach, lass mich los. Boah. So. Dann einmal wieder durchkramen, von Licht zu Licht. Ist, glaube ich, das Beste, was man hier machen kann. Ah, und noch ein Schätze. Das könnte wieder unheimlich viel Geld bedeuten, aber ich frage mich, was möchte ich jetzt noch mit Geld? Ich habe jetzt diese komische Rezeptur für das Schwert gekauft. Aber wie gesagt, mir fehlt halt dieser
Stone, dieser reine Kristall. Und keine Ahnung. Angeblich soll er in den vergessenen Ruinen sein, aber nicht für mich. Ne, da gehe ich nicht lang. War ich da unten schon? Ne, war ich noch nicht. Mich würde es auch nicht wundern, wenn diese Ruine mal bei mir war. Oder dieses Labyrinth in den Ruinen, besser gesagt. Und dass durch irgendwelche Patch und Updates die rausgenommen wurde. Also nur bei mir. So eine Gedanken habe ich da, Mist. Das ist voll schlimm. Ach, hier ist das schon wieder. Der ganze Weg wird mir hier verwehrt. Das ist... So, Karte. Ah, oh, siehst du, schön nach links und dann wäre ich wieder auf meinem Weg, den ich hier schon mal gegangen bin. Hier ist wieder nichts. Schulali, schulala. Jetzt habe ich so ein Lichtblitz, könnte mal wieder kommen, aber ich weiß nicht, wann der genau einsetzt. Ich habe gedacht, wenn ich kritischen Schaden verursache. Nein, ist nicht so. Ich verursache sehr viel kritischen Schaden, aber der Blitz kommt, wie er Lust und Laune hat. Und was ich halt sehr cool finde, ist bei dem Blitz, wenn ich ihn aktivieren sollte, reißt er ja sogar ein klaffendes Loch in die Erde oberhalb rein, dass ich dann halt hier überall Licht habe. No, weil dieses Licht, das ist ja, glaube ich, von der Oberfläche. Das sind nur Theorien. Kann mich auch komplett irren. Aber spart auf jeden Fall eine Menge Fackeln, wenn ich dann so eine Lichtlinie ziehe. Da habe ich gehofft, dass wir heute irgendwas Großartiges finden. Aber nix da. Zumindest bis jetzt noch nicht. Ein paar Minuten haben wir noch. So, so. Was haben wir hier? Ah, okay, okay. Wieder ein Haufen Schleimis. Aber nicht gegen die Fackeln, ja? Ich hasse Gegner. Die ganze Zeit Fackeln kaputt machen. Ja, wenn ich wüsste, ob wir uns irgendjemanden nähern, wie zum Beispiel dieser Ivy. Oder ob das auch einfach so wie in einem Dreckbiom einfach nur so ein paar Schleime sind, die sich hierher verirrt haben. Ich muss auf jeden Fall genug von diesem Zeug hier mitnehmen. Erkennt ihr schon immer, dass ich das Zeug so mitnehmen kann? Cool. Ich nehme mal so eine Pflanze mit. Geht das auch bei Großen? Hier ist schon wieder Wasser. Das heißt, hier ist nichts. Aber doch, da drüben könnte was sein.
Kann man irgendwo Statistiken ablecken, wie viel Brückenteile man schon verbaut hat? Ich würde es bei mir gar nicht wissen. Ich habe auf der Suche nach diesem Clearit Stone, oder wie der heißt, so viele Steinbrücken verballert. Ja, das ist schön. Da ist wieder eine Kiste, an die ich nicht rankomme. Mensch, ich... Wie so ein blöden Schleim... drei Schläge gebrauchen, das ist aber blöd. Oh nee, das ist wieder so... Nein! Das ist ein blödes Bio. Ich will da nicht hin. Oh Gott. Juhu. Ein Stein gefunden. Die Wände bereiten mir Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wie man da vorbeikommen soll. Okay, warte. So. So. Und dann kurz wieder ein paar Brücken machen. Klette in der Nase. So, okay. Können wir das mitnehmen? Und weiter geht's. Ein bisschen ausleuchten alles. So. Ich muss was essen. Ich hab Hunger. Und habe ich meinen Feuerstab? Ich habe meinen Feuerstab. Supi. So, dann machen wir mal ganz großartig wie so ein Krieger. Von der Ferne aus. Bäh. Ach, geh weg. Hast du fein gemacht. Wieder die Fackel weg. Oh. Oh, der schießt ja immer noch. Oh, wie viele sind's denn bitte? Bekommt man von euch wenigstens irgendwas Sinnvolles? Außer irgendwelche Knochen zum Verkaufen? Yay! Oh Gott, oh Gott. Es sind schon wieder so viele. Wie konnten die mich jetzt nicht treffen? Nee, warum nimmst du das denn mit? Oh, du solltest doch das andere Zeug mitnehmen. Das ist doch schlimm. Ja, klar. Ey, krass. Krass. Danke. Super. Cool. Das ist schon stark. Nope. Ich gehe einfach hier lang. Und freue mich, dass ich da am Leben geblieben bin. So,
Und wie kann ich diesen Lichtblitz jetzt immer hervorbeschwören, wenn ich es brauche? Gar nicht, wa? Geht nur, wenn ich angreife. Ach, hier ist wieder dunkel. Und leider auch nichts um uns herum, woran ich mich orientieren kann. Okay. Irgendwann werde ich diese ganzen Schätze, die wir jetzt hier liegen gelassen haben, holen. Ist das dunkel? Was war da drüben? Warte mal. Okay, da ist wieder bloß Wasser. Hier ist noch so ein großer Scarlet-Trocken. Kisten, ja, okay. Ich nehme kein Holz mehr mit. Oh, nee, das ist blöd. Das ist blöd. Holz muss ich mitnehmen. So. Tudeli, tudela. Es ist wieder mal nix da. So. Jetzt können wir mal so einen Blitz abfeuern. Hm? Hast du nicht auch Lust dazu? Feuer mal so einen Blitz ab. Nee, machst du nicht, wa? Geht nur, wenn du einen Gegner hast. Hm. Blöd. Na gut. Oder auch nicht gut. Nee, nicht gut. Wo ist er hin? Ja, danke. Oh nee, was ist denn? Hilfe! Ja, danke. Oh nee, hä? Wo kommen denn die jetzt alle? Hier ist einfach nichts. Geht alle weg. Bitte. Will euch nicht. Ihr wollt mich nicht, ich will euch nicht. Wir lassen uns einfach alle in Ruhe. Und dann ist gut. Scheiße. Ich habe keine Heilung mehr. Doch, ich habe noch eine. Ah. Oh, Junge. Das lass mich doch mal in Ruhe. Ich will jetzt da oben durch. Geh weg. Ich muss mich jetzt um das da kümmern. So, dann kommen hier ein paar Fackeln hin. Hoch, 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 hoch. So. Ja, so ist doch supi.
Immer schön die Blitze abfeuern. Ich könnte mir ja schon ein bisschen leid tun. Danke. Habe ich deswegen so viele Gegner hier, dass ich meinen Weg so durchgraben muss? Boah Gott, nee. Kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Mit dieser Seele, wie ich diese 10% mehr triggern könnte. Dass ich öfters so einen Blitzstrahl abfeuere. Komm, geh weg von der Fackel. Ja, okay. Ja, jetzt... Nee, ich... Oh. Nee, ich will ja gar nicht sein. Das ist mir alles... Nee, hier ist echt nicht schön. Und ich werde es jetzt auch erstmal sein lassen. Hier passiert ja gar nichts. Kein geheimer Ort, kein großer Endgegner. Oh, und ich werde hier wohl sterben. Geh weg. Geh weg. Dann müssen wir mal gucken, was ich demnächst angehen werde. Moin. Huch. Ah, seine Pflanzen kannst du stecken lassen. Nein! Ich werde sterben. Ach, jetzt bin ich so. Oh, ich könnte. Wenn ich nicht sterbe. Ich bin falsch gelaufen. Ich war ja schon mal fast. Ich muss nur irgendwie da runter auf den Weg. Warte. Das war hier. Ja, hier war ich schon. Nee, das könnt ihr nicht von mir verlangen. Ihr wollt nicht wirklich, dass ich jetzt da durchrenne. Wollen das, dass ich jetzt da durchrenne. Oh. Hammer. Wie werden diese komischen Gegner geboren? Ich mach das nicht lange mit. Meine Waffe ist ja auch bald kaputt. Oh, die triggern aber auch nicht so ein Teleport-Ei. Selbst das habe ich vergessen. Gut, oder? Hier war ich durch, ja. Warte mal, gibt es da irgendwie... Nee, nicht wirklich. Und ganz feige irgendwie durchgraben. Ach komm, lass gut sein. Nee, das bringt alles nichts. Ich muss den anderen Weg gehen. Leider. Tja. Blödheit muss bestraft werden. Ich brauch so ein Ei.
Na gut,